Ralf Wolgers, du bist Cheftrainer bei Tennis Wahlstedt und unter dem Motto Bundesliga Reloaded startet die erste Damenmannschaft diese Saison wieder in der zweiten Bundesliga. Da waren sie ja schon mal von 2008 bis 2010, sind 2011 dann sogar in die erste Bundesliga aufgestiegen, woraus sie dann freiwillig sich zurückgezogen haben. Und jetzt an dich die Frage, wenn man die Teams von damals und dein jetziges Team vergleicht, was sind da die Unterschiede? Ich denke mal, der maßgeblichste Unterschied ist, dass wir ja eigentlich aus eigener Kraft, aus eigenem Stück und ohne, sagen wir mal, den Weg in die zweite Liga geschafft haben, dass wir quasi seit drei Jahren kontinuierlichen Aufbau betrieben haben mit eigenen jungen Spielern, die wir jetzt auch in der Liga spielen lassen. Und damals, so wie ich das mitgekriegt habe, es war vor meiner Zeit hier, war es doch ein Team, was sehr stark von Legionären geprägt war. Das ist, glaube ich, der maßgeblichste Unterschied zu dem Team jetzt, was 2016 in der zweiten Liga startet. Ja. So, und unter der Prämisse, was ist da euer Saisonziel jetzt in der zweiten Bundesliga? Auf jeden Fall die Klasse halten. Dafür treten wir sicherlich an. Wir sind, ich sag mal, meldetechnisch sicherlich, sage ich mal, so ein bisschen Underdog. Ich traue den Mädels aber eine ganze Menge zu. Wir haben ein gutes Team, das haben sie letztes Jahr auch in der Regio bewiesen, auch wenn der Sprung in die zweite Liga sicherlich noch ein Tick höher ist. Aber wir haben ein gutes Team und ich traue den Mädels eine Menge zu und sicherlich klasse halten. Alles klar. Die Saison beginnt dann gleich mit einem Auswärtsspiel am Donnerstag, den 5. Mai, ist Himmelfahrt. Ja. Müsst ihr gleich zum TK Blau-Weiß Aachen, die sind Absteiger aus der ersten Bundesliga. Ja, du hast es schon erwähnt, wenn man sich da die Positionen anguckt, dann sind von 1 bis 9 komplett alles Ausländer. Und erst an Position 10 kommt die erste Deutsche. Die ersten vier haben Ranking Top 400 in der Welt. So, nun frage ich dich, mit welcher Truppe wirst du gegen die antreten? Kannst du da schon in Bestbesetzung antreten oder wie sieht dein Team aus? Also in Bestbesetzung, so wie es aussieht, werden wir da noch nicht antreten. Und ich sag mal, es ist noch ein bisschen hin. Von daher, so ganz klar sind wir noch nicht, der Rahmen steht. Maßgeblich ist aber, dass wir quasi mit denen, die hier sind, auch da spielen werden und keine großen Veränderungen werden. Mit einer Ausländerin spielen. Und dann Rest quasi Einheimische von hier. Ja. So, und dann für die Zuschauer hier natürlich interessant, folgt das erste Heimspiel ein paar Tage später, nämlich am Sonntag, den 8. Mai, ja. 11 Uhr ist Spielbeginn. Da kommt ebenso wie Aachen auch ein Absteiger aus der ersten Bundesliga, nämlich ein alter Bekannter, Blau-Weiß Berlin, gegen die wir schon früher spannende Matches uns geliefert haben. Wie siehst du die Chancen da? Auf jeden Fall, ich sag mal, von der Meldeliste her, ich glaube, ein Tick besser. Auch wenn Berlin sicherlich ein sehr starkes Team hat, muss man ganz klar zugeben. Wir werden da ähnlich auflaufen. Also wir werden unserer Philosophie treu bleiben und nicht irgendwie groß was anderes machen. Ich glaube auch, da werden wir nicht authentisch. Und ich denke, Berlin mehr Chancen als gegen Aachen. Wobei man immer noch sehen muss, wer läuft dann wirklich. Ja. Das ist immer, die Meldelisten geben nicht das her, was dann wirklich nachher auf dem Platz passiert. Ja. Alles klar. Okay, Ralf Wolgers, dann sage ich vielen Dank für das Interview, wünsche euch viel Erfolg und auch viel Spaß und dass der Team Spirit, das war immer euer großes Plus, euch auch erfolgreich durch diese Saison zieht. Ja, vielen Dank und viel Erfolg, Ralf. Vielen Dank. Ja, Leute, Tennis Wahlstedt, Bundesliga Reloaded. Noch sind die Plätze hier leer, aber in einiger Zeit werden hier spannende Matches zu sehen sein von nationalen und auch internationalen Klasse-Spielerinnen.
Ja, ein Event, das ich eigentlich kein Tennisfan aus der näheren und weiteren Umgebung entgehen lassen kann. Ich würde mich freuen und ganz Tennis Wahlstedt würde sich freuen, wenn viele hier erscheinen würden und unsere Mannschaft anfeuern. Wir freuen uns auf euch.